Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zu Fadengrad, das schlagfertige Basler Infomagazin. Fühlen Sie sich auch erst richtig wohl, wenn ein Polizist in der Nähe ist? Dann haben Sie sicher auch schon die neue SVP-Initiative für mehr sichtbare Polizeipräsenz unterschrieben. Auch Fadengrad unterstützt das Anliegen und wir bieten unseren Zuschauern ab sofort auch im Studio sichtbare Polizeipräsenz. Sichtbare Polizeipräsenz. Bitte. Könnten Sie hier? Ja, dort. Das ist mir nie recht. Und die vielen Scheinwerfer. Das ist ein Fernsehstudio, das macht nichts. Und die vielen Leute, die schauen. Nein, das schaut niemand. Grüezi miteinander, merci. Ist recht hier? Ja, tipptopp. Brauchen Sie noch etwas? Nein, ich habe nie viel gebraucht. Ja, ich habe als Jüngling ja schon im Welschen in einer einfachen Wohnung gewohnt. Ja. In Bül. Ich habe Bulle geschrieben. Ja. Und dann habe ich ja meine erste Frau kennengelernt. Die Poli Esther. Ja. Und angefangen habe ich bei der Poli Civil. Ja, aber wir haben praktisch nie etwas zu tun gehabt. Ja, weil sie will ja nicht arbeiten. Ja, ist gut jetzt. Danke, ist gut. Das ist aber nicht die einzige Neuerung in unserer Sendung. Wie Sie sicherlich der Presse entnommen haben, gibt es jetzt für Besserverdienende die Möglichkeit, im Fadengrad Premium Club beizutreten. Für Members wird Fadengrad in voller Länge mit 3D gesendet. Das Beste ist aber, dass jetzt auch in unserer Sendung Lacher anzeigen, wo es lustig ist. Members von Fadengrad Premium werden von diesen drei attraktiven Lacherinnen durch die Sendung geführt. Aber auch die normalen Krampfer kommen nicht zu kurz. Immerhin haben wir für sie diesen Lacher hier können auftreiben. Schade, dass es nicht so viele Blocher gibt. Jetzt aber zurück zu unserem Thema. Die SVP-Initiative für mehr sichtbare Polizeipräsenz. Wir zeigen Ihnen, was für Auswirkungen die Polizisten auf das Klima in unserer Stadt haben. Ja, darum bin ich dann mit der Polyester, nicht? Sind wir auf Sion gewohnt, ja? Da bin ich zur Sittenpolizei. Ja, und dann habe ich aber immer noch Streit mit meiner Frau, nicht? Ja, ich habe praktisch nur noch im Treppenhaus gewohnt, ja. Ja, und dann habe ich mit einem Hausierer zusammen die Flurpolizei gegründet. Die Flur. aber nicht kiffen, hä? Nein, nicht. Ist nicht erlaubt, hä? Kiffen. Und die Sachen dann mitnehmen, hä? Ist gut, versprochen. Versprochen. Ja, item. Ja, dann habe ich mich scheiden lassen, ja. Ja, und bin ich da gestanden, ganz ohne Geld und nichts gehabt, nichts. Nichts. Ja, dann bin ich zur Armeepolizei. Hey, halt doch, nimm mein Velo. Ja, sorry, ich muss. Nimm mein Velo, stopp.